Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt Turo finden, denn die Sache mit dem Ring entwickelt sich doch eher wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Und hier gibt es auch mehrere Grabmäler. Grabmäler oder Grabmale? Grabmale, ne? Man plündern muss, ja. Ach ja. Dann wollen wir mal. Oh. Hier sind noch voll die Häuser und so eingebuddelt. Her! Was ist das? Ah, seine Hand wurde gefressen. Boah. Die Hyäne hat bestimmt den Ring verschluckt. Das ist absurd. Ja, Sachen gibt's, ne? Die sind nicht vorhersehbar. Hier ist keine Tafel oder sowas, ne. Wir waren auch ein ganzer Überfall von Hyänen und... Mein Kamel kommt schon wieder nicht zur Pötte. Und die sind natürlich wieder am Arsch der Welt, die Viecher. Das war ja klar. Diese Quest, kommt langsam wieder hier der, also dem nah dran hier, wie heißt das hier, dieses Hin- und Herrennen. Von A nach B, nach C, nach A, nach D. Das sind immer die Quests, die besonders viel Spaß machen. Verstehe das da mit dieser Pyramide. Ach, da oben ist noch ein Loch. Ah. Wow. Wow. Da ist der Ring. Endlich. Der Ring, den Ober, Nepti und Rashidi gesucht haben. Dann beenden wir die Geschichte. Ja. Aber da ich ja jetzt gerade hier wieder bei dem Grabmal bin, würde ich sagen, mache ich das jetzt erst zu Ende. Wow. So, ich weiß nicht, ich bin hier, glaube ich, rein.
So, es geht aber noch weiter. Okay, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Na, 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 na. Und jetzt nach oben. Weiter. War jetzt noch da. So, jetzt kann man sich fallen lassen, genau. Hä? Ja, das wird ja aber so nichts, ne? Ne, das wird so nix. Keine Ahnung, muss ich noch mal gucken. Habe ich jetzt auch gerade, wie gesagt, nach dieser Schatzsuche jetzt auch nicht wirklich Lust zu, weil das eigentlich nur so kleine Nebenaufgaben sind. Achte bei der Erkennung von Gräbern auf Schlangen. Ja, es mussten ausgerechnet Schlangen sein. Ich habe kein Problem mit Schlangen. Und auch nicht mit Ratten, sondern eher mit Spinnen und Käfern. Und damit habe ich eher das Problem. Doch eine Aufgabe mit irgendeiner mit einer Bibliothek, ne? Wow. Schlechte Neuigkeiten. Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Turo ist tot. Oh, tragisch. Und der Ring? Ja. Sehr bedauerlich. Aber was ist mit dem Ring? Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. Habt ihr mich nicht verstanden? Wegen Turo? Das ist alles deren Schuld. Gib ihn mir. Mein Magi, komm schon. Diese Männer sind undankbar. Der Ring gehört mir. Es ist meiner. Ich mache die ganze Arbeit. Gib ihn mir. Es ist meiner! Na, ich gebe ihm den. Er hat uns schließlich diesen Auftrag gegeben. Ich mache mich jetzt auf den Weg, Brüder. Seid ihr nicht traurig? Ein Freund ist tot. In Gizeh stirbt jeden Tag ein Freund. Boah. Boah. Wo ist der? Scheiße! Der Ring! Verflucht seien Sie! Ich muss den Ring vor Ihnen finden! Such weiter. Ich bin sicher, er taucht wieder auf. Ha! Ich gebe niemals auf! Sch! Der Ring ist noch verschwunden, aber ich glaube, er ist in der Nähe. Ich glaube, die anderen haben ihn. Haben Sie nicht? Haben Sie?
Haben Sie? Ach, du machst dich lustig über mich. Ich werde mich von den anderen fernhalten. Und wenn ich den Ring finde, werde ich noch weiter weggehen. Dann beeil dich besser, sonst finden sie ihn noch vor dir. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist meiner. Oh Gott, Leute. Jene Rache des Poeten in der Bibliothek. Schlüsselvorgänger von Nimbus nach dem Haus des Selkett um ein verlorenes Schwert. Genau. Da war ja noch was. Oh. Ah ne, da kann ich aber hin. Das ist kein Problem, dorthin zu gehen. Gleich mal gucken, ob ich die anderen Nebenaufgaben, die ich noch übrig habe, erst noch mache oder ob ich mich jetzt erstmal gleich wieder irgendeinem Feind widme. Ich weiß noch nicht. So, ich muss übers Wasser irgendwie. Schwimmen würde ich ungern. Sabine! Bist du ein Magi? Ja, bin ich. Vater hat gesagt, es gibt keine Magi mehr. Bist du ein Traum? Nein, ich bin echt. Aber ich bin der letzte Magi. Mein Vater nahm mich mit zu dem Steinkreis am anderen Flussufer. Wir haben die Sterne angeschaut. Ein schwarzer Umhang besprenkelt mit Goldstaub. Wir sahen uns die Sternbilder an. Und dann sollte ich meine Träume der Herrin Selke zuflüstern. Und wovon träumst du? Ich träume, dass ich eines Tages ein Magi bin. So wie du. Alles ist möglich in dieser Welt. Wenn die Götter es wollen. Komm, wir rennen um die Wette. Hey. Ach, das arme Esel. Ja, und schon wieder eine Kuh. Guck mal, sie guckt sich unser... Oh. Schade, dass man nicht drauf reiten kann. Dann fahren wir mal rüber. Dip. Toll. Keine Munition mehr. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Okay, diese Ruine soll ich jetzt hier untersuchen. Lass mich erstmal gucken. Ach, ist es. Okay, Maske der Echse, jene, nein. Geschmack ihres Stichs, genau.
Hä? Aber da habe ich doch genug rausgefunden. Ich habe da alles... Oh nee, das ist ein anderer Ort. Oder? Nee. Da war ich. Ich war da und ich habe da alles herausgefunden. Verstehe das nicht. So, hier soll ich das, soll ich jetzt hier untersuchen, ne? Sarkophage beschriftet mit dem Zeichen Silkets. Wie viele Tote verlangt sie? Hopp. Was ist das für ein Geräusch? Stimmen? Geister? Dämonen? Ich muss den Ursprung der Gesänge finden. Da ist erstmal noch was. Opfergaben für Selket. Oh, großer Prophet, wir bringen dir diese Kostbarkeiten als Opfergabe für unsere geliebte Selket. Da angeblich nur ein Ding gefunden? Das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein. Ich meine, das würde erklären, warum der das jetzt nicht gezogen und gekennzeichnet hat, dass ich das gefunden habe. Aber ich habe doch bei dieser alten Opferstätte habe ich doch mehr als nur ein Ding gefunden. Da muss ich gleich nochmal zurück. Da passt, da ist der Steinkreis, da sind die Sänge. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Oh. Was soll diese Unverschämtheit? Wer wagt es, unsere heiligste Arbeit zu stören? Heilig? Eine Spur des Todes führte mich her.
Diese Höhle stinkt nach Gottlosigkeit. Bist du dafür verantwortlich? Die Göttin Selket ist die, die unsere Kehle zuschnürt und auch die, die uns atmen lässt. Ich tue ihr Werk. Ich bin ihr Stachel. Alle Seelen entstammen minderwertigen Konfessionen. Aber wir studieren ihre Organe und lesen ihre Zeichen. Bald kennen wir die Geheimnisse Selkets und werden unsterblich. Das war deine letzte Chance, die Gunst der Göttin zu gewinnen. Dann testen wir mal deine Unsterblichkeit. Na, komm. Okay, er ist tot. Nächster bist du. So, wir haben jetzt Tagebuch eines Mörders. Ich habe versagt, die Göttin zufriedenzustellen. Vielleicht hätte ich kein unwürdiges Gefäß benutzen sollen. Doch er war ein bescheidener Reisender. Er kam von nirgendwo und ging nach nirgendwo. Ich habe ihm eine Ehre erwiesen. Ich zeigte ihm das Licht der Göttin. Ich sagte ihm, sie würden ihm kurz den Atem nehmen und mit einem Kuss zurückgeben. Und ab dem Moment wäre er mein Lehrer. Ich würde alles lernen, was er gesehen, gehört, berührt, gerochen und geschmeckt hat. Doch es war umsonst. Ich versuchte, ihm die Eingeweide zu entnehmen. Aber es war nicht so leicht, wie der Priester gesagt hatte. Vielleicht habe ich alles ruiniert. Jetzt wird mir klar, dass der Auserwählte göttlich sein sollte, aber mit einem Antlitz von geringerer Göttlichkeit. Priester anderer Götter könnten mir eine Tür öffnen. Und dann lerne ich und lehre meinen Anhängern, die heiligen Eingeweide sorgsam und liebevoll zu behandeln. Wir erschaffen unsere Geschenke an einsamen Orten, dann wird die Göttin zufrieden sein und uns die Tore zu den Sternen öffnen. Naja, wenn sie sonst keine Probleme haben... Kann man hier diese ganzen Keramikklamotten hier nicht einfach mitnehmen? Die Raserei eines Wahnsinnigen. Schriften des Propheten. Ich habe das Geheimnis gelüftet, wie man dem Licht der Göttin näher kommt. Wir sind eine ehrwürdige Gruppe, die dem Tod seine Geheimnisse entreißen und Antworten zum ewigen Leben finden will. Ich habe von den sogenannten Meistern des Landes gehört, der Hyäne, dem Skarabäus, dem Raya und dem Ibis. Doch sie sind nichts im Vergleich zur Herrin des Gifts. Wir folgen den Sternen, um einen heiligen Ort für das Ritual zu finden. An die Küste gespült und mit Blut gesegnet. Die Auserwählten werden als geringere Gottheit gekleidet, versiegelt und die Göttin nimmt ihnen die Luft. Wenn sie entschlafen sind, entfernen wir ihre heiligsten Eingeweide für die mit Meditation und als Geschenk an die Herrin. Das Gift. Sobald wir das Vertrauen der Göttin gewonnen haben, macht sie uns zu Gottkönigen und nimmt uns mit zu den Sternen. Ich war zu spät, um dich zu retten. Aber du bist das letzte Opfer dieses Rituals. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt auch Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.